noch ist das Ding nicht über die Ziellinie. Und Pep Guardiola, der hat gestern gesagt, ja, warum soll ich den abgeben? Das ist ein super Spieler, den will ich unbedingt halten. Und ich werde genauso um ihn kämpfen, wie das die Bayern tun. Aber, und das können wir exklusiv an der Stelle vermelden, es gab heute... Ein bisschen an der Technik schrauben, dass wir dann nur noch Domi hören. Wir haben Jan Sommer gerade gesehen. Ich habe ihn ganz kurz angesprochen. Was erwartest du auf der Torhüterposition? Jetzt noch größer zu machen. Gleiches, selbiges schöner Spitzname, wie ich finde. Eben auch dem geschuldet, dass John Stones diese eleganten Läufe durchs Mittelfeld anzieht. Eine herausragende Übersicht hat. Ebenso wie ein Leroy Sané, der da nicht rankommt. Gnabry nicht optimal. Ein paar Spiel. Macht das gut raus, kommt er, wann kommt er? Und dann wäre es ja klar, auf welcher Position dann kein Platz mehr ist für einen Serge Gnabry. Kimmich. Und da muss jetzt ein bisschen mehr Tempo rein, um diesen Abwehrriegel auseinanderzuziehen. Genauso. Gut gespielt, Masraoui, Eckball. Jala. Rechts geht Sané mit richtig viel Tempo. Leroy Sané, Sané vorbei. Spitzer Winkel, das ist Musiala. Jamal Musiala, Musiala! Erste richtig gute Möglichkeit in der Partie. 17. Minute. Jamal Musiala. Und super Lauf auch von Leroy Sané. Der Ballverlust, das Umschaltspiel. Ball vorangetrieben von Musiala, super Zeitpunkt. Und okay. Die ist ebenso stark. Ui, interessante Variante. Boah. So, jetzt nur noch Leroy Sané. Position optimal für einen Linksfuß. Sané! Großchance. 19. Latte. Technisch höchst anspruchsvoll. Dann fehlt dauerhaft für gute Leistungen. Sané. Ja, auch das im Ansatz die... Kimmich, Sané, Coman an der Kante zum Abseits, rechts Masraoui mitgelaufen und Kyle Walker gewinnt gefühlt jeden Zweikampf. Jetzt mal City umgeordnet und jetzt mal ein bisschen Platz für die Bayern. Leroy Sané gegen Akanji. Musiala, Jamal Musiala. Wir schauen nochmal auf den Angriff über Sané und Musiala. Kimmich. Sané. Schussposition. Warum Musiala? Und Sané. Wieder gegen Akanji. Sané zieht nach innen. Coman. Kingsley Coman hat ihn auf dem rechten Fuß. Und stark geblockt von Luis. Gibt den nächsten Eckball. Für die Münchner. Viele schnellere Ballverluste jetzt von City. Wahnsinnig talentiert, was das Offensivspiel angeht. Das ist nichts Neues. Und dann, wenn so ein kleine Unaufmerksamkeit in dem Fall wieder von Upamecano dabei ist, dann wird es logischerweise gleich gefährlich.